Am 9. September findet eine große Demonstration in Lingen statt. Und zwar geht es bei dieser Demonstration darum, den Atomausstieg in Deutschland endlich zu vollenden. Es geht einerseits um die Brennelementefabrik in Lingen, die weiterhin für den Weltmarkt Brennelemente produziert, um die Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Es geht aber auch um die Urananreicherungsanlage in Gronau, wo weiterhin Uran angereichert wird, ebenfalls für den Weltmarkt. Und wir wissen seit kurzem, dass diese Urenco, die Betreiberfirma der Urananreicherungsanlage in Gronau, auch an dem US-Atomwaffenprogramm beteiligt ist, in dem mit angereicherten Uran der Urenco Tritium produziert wird in amerikanischen Atomkraftwerke. Tritium, was dann in den Atomwaffen zur Härtung der Sprengköpfe eingesetzt wird. Alles Gründe genug, am 9.9. an der großen Demonstration in Lingen teilzunehmen. Die Anlage, die Brennelementefabrik in Lingen, ist weiterhin vom Atomausstieg ausgenommen. Die Urananreicherungsanlage in Gronau ebenfalls. Beide Anlagen liefern weiterhin angereichertes Uran bzw. Brennelemente, zum Beispiel an die maroden Schrottreaktoren in Belgien, in Tihange und Doel. Das Atomkraftwerk in Tihange steht gerade mal 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, in einem katastrophalen Zustand und bedroht die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Weiterhin ist es so, dass die Bundesregierung, die diese Fakten alle kennt, sich weigert, zu verhindern, dass diese Brennelemente und dieses angereicherte Uran exportiert werden kann nach Belgien. Wir sind der Auffassung als Linke, diese Exporte von angereichertem Uran und von Brennelementen müssen sofort gestoppt werden. Und wir setzen uns so schon seit längerer Zeit dafür ein. Und wir wollen am kommenden Wochenende, am 9. September, am Samstag, in Lingen weiterhin Druck machen, dass die Brennelementefabrik in Lingen, aber auch die Urananreicherungsanlage in Gronau endlich stillgelegt werden. Nur so bekommen wir einen konsequenten Atomausstieg in Deutschland hin und leisten einen Beitrag dazu, dass die Brennelemente und die Urananreicherungsprodukte nicht weiterhin in Belgien, aber auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen können. Dafür kämpft die Linke für einen weltweiten Atomausstieg und deswegen rufe ich dazu auf, am 9. September in Lingen an der Demonstration teilzunehmen. Ich weiß, die Anti-AKW-Bewegung ruft schon die ganze Zeit Wochen dazu auf und ich denke, viele werden kommen. Ich zähle auf Sie. Am 9. September in Lingen.